Und hallo Leute, mein Name ist Gutgo und willkommen zurück zu Let's Play Shantae Risky's Revenge. Wir haben das jetzt mal dieses Tasty Meat bekommen und ich habe gerade keine Ahnung mehr, wo ich bin. Da unten, okay, deswegen gehen wir jetzt zum ersten Dungeon, der sich gleich hier rechts befindet. Also ich denke mal, dass es ein Dungeon ist. Auf jeden Fall gehen wir in diese Höhle, sagen wir es mal so. Hallo. Oh, was ist das für ein himmlischer Geruch? Great Snap, ist das Tasty Meal? Schnell, bring es zu mir drinnen, in der Höhle halt. Okay, also betreten wir die Höhle. Ist es, oh, okay, es ist doch gleich jemand und kein Dungeon. Bist du der Lieferjunge? Es ist, was ist das? Endlich bist du mal hier. Ich habe meine Order schon vor Stunden gegeben, meine Lieferung. Ich, I'm famished? Okay. Ich bin kein Junge. Was auch immer. Solange du mir mein Tasty Meal bringst, reich es mir über. Du gabst Tasty Meal. Okay, einen guten, liebes Tintenfisch-Ding. Mann, das war einfach der Hammer. Was schulde ich dir? Ich schaue nach einem magischen Ziel. Siegel. Und ich habe gehört, du hast eins. Wow! Okay. Schau mal, du brauchst dich nicht aufzuregen, okay? Lass uns beide vernünftig sein. Können wir vernünftig sein? Ich denke schon. Okay, dann. Deinen Ditch! Achso, er hat gegessen und jetzt haut er einfach ab. Dieser Junge ist sowas von tot. Das ist ein bisschen harsch, Shantae. Okay, gut, alles scheint zu funktionieren. Es ist eine Weile her, muss ich zugeben, seit der letzten Aufnahme. Ich hatte ein bisschen... Ich konnte letztes Mal nicht aufnehmen. Oh, ne, ist egal. Hier runter komme ich nicht, schade. Ich wollte zu diesen Vasen. Und wieso aussieht, hatte ich doch recht. Es scheint eine Art Dungeon zu sein. Finde ich cool. Da brauche ich einen Schlüssel. Okay, dann gehen wir erstmal hier rauf. Wie komme ich zu der Truhe da? Ich will da rein. Ich würde da sehr gerne reingehen. Moment, wo kam der Gegner her? Ah, kann ich da runter irgendwie? Nein, schade. Schade. Ich dachte, jetzt hätte ich es schon rausgekriegt, wie man da hinkommt. Vielleicht von der Seite? Nein. Auch nicht möglich. Okay. Das heißt, wir gehen da oben links weiter. Hier. Noch. Das sind das wie Krabbenviecher. Die sehen gefährlich aus, aber sind mit einem Schlag fehl. Ah, endlich. Sind nur leider nicht so leicht zu treffen. Vielleicht sind das ja die Minions von dem Tintenfisch, weil ich meine, die sind auch Seetiere. So Krabben und Tintenfisch. Hängt doch irgendwie zusammen, so ganz grob gesehen. Okay, da darf ich nicht runter. Ganz viele Totenköpfe. Nein! Komm schon. Gut. Ist gar nicht so leicht, die zu treffen, weil man manchmal nicht so hoch springen darf, wie man kann. Und man ganz leicht antippen muss und selbst das ist manchmal zu hoch. Okay, ach, die kann ich zerstören. Wow, sieht das gut gemacht aus. Hallo, Krabbentier. Du bist schon wieder besiegt. Ach, sie kann kriechen. Okay, das ist... Ich dachte schon, ich könnte... Was? Ist das ein Geheimnis? Nein. Also ich kann die helleren einfach nur zerstören, also die ganz hellen. Interessant. Das ist auch gut zu wissen für... Naja, für zukünftige Sachen. Zum Beispiel, um an die Vase zu kommen. Hallo, Vase. Du gehst auch... Nein? Okay, ich verstehe das Prinzip noch nicht ganz. Aber in Ordnung. Wow. Ganz ruhig, meine Freunde. Kann ich jetzt hoch? Ach, schießt ihr nur, wenn ihr mich sieht? Nein, ihr schießt auch so. Man muss sich einfach nur abschätzen und warten. Gut. Timing ist alles. Oh, ouch, da hätte ich mich ducken müssen. Mein Fehler. Danke. Ich hatte aber eigentlich mehr auf ein Herz gehofft. Naja. Der Raum war trotzdem nicht zu schwer. Heiligchen, danke schön für das Herz. Wow, was bist du? Eine Set. Ist das was wie eine Alraune? Autsch! Du spuckst grüne Kerne. Willst du mich veralbern? Okay, Truhe. Hallo. Ah, ein Schlüssel. Den kann ich sehr gut gebrauchen. Moment, wo ist der hin? Der ist da durchgefallen. Oh! Endlich. Schlüssel, komm zurück! Dankeschön! Ich hätte gern die. Vielleicht gehe ich kurz wieder hoch, nur um zu sehen, was da oben in den Vasen drin ist. Das hätte mich jetzt schon interessiert. Okay, ganz schnell. Das dauert ja nicht lange, hoffe ich. Hier können wir jetzt einfach durch. Ganz schnell, Shantae, ganz schnell.
Oh, zum Glück sind die Blöcke aber schon zerstört, das heißt, ich kann wirklich schnell durch. Ich frage mich einfach, ob das wirklich nur Vasen waren oder ob da was Verstecktes war. Eine Truhe mit irgendwas Geheimem drin oder so etwas in die Richtung. Ladadad, ganz schnell. Speedrun, Speedrun! Autsch, Speedrun! Ah! Okay, geht doch. Hoffentlich ist die Alraune auch nicht wieder da. Oder was auch immer für das für ein Monster war. Ich kann hier nicht... Oh, Momentchen mal. Kann es etwas sein? Komm schon, Chantay. Dass ich da rechts weiter kann? Aha! Gleich so schon mit dem Wasser rechts? Ja, yeah, das tue ich. Okay. Was kriege ich hier? Ganz viele Rubine vielleicht? Ja, tatsächlich. Große waren auch dabei, habe ich gerade gesehen. Wie komme ich denn jetzt zurück? Aber ach so, dumme Frage. Okay, und jetzt noch zu den anderen Wassen da unten. Ich weiß, dass jetzt auch nur Rubine sind. Ist es schon... Bringt es schon was? Okay. Und hier auf der Seite auch. Okay, okay. Aber jetzt habe ich jetzt fast 300. Sonst kann ich auch nirgendwo rein? Nein? Okay. Okay. Dann können wir jetzt weiter. Dankeschön. Oh, ganz nach runter, runter, runter. Denn hier war ja die Tür mit dem Schloss. Okay, wo führt uns das hin? Oder was kommt jetzt? Wow, 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 roter Krieger, was bist du denn für einer? Wupp, da hätte ich springen müssen. Ja, wo willst du denn hin, du Held? Wupp, diesmal ausgewichen. Hahaha, der war einfach. Und gibt dafür ziemlich viel, wow. Also, ich hätte mir... Ich meine, das ist der erste Dungeon, aber trotzdem. Hallo, Speicheropa. Hilf mir und speichere mit mir. So ging das. Ja, danke schön. Danke. Okay. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Hallo, Krabbe. Hallo, Raum. Was muss ich hier bei dir machen? Kann ich die... Ah, ich drehe die um, wenn ich angreife. Okay. Oh, oh, oh. Da muss ich schnell... bitte bleib umgedreht. Oh, Gott sei Dank. Ich frage mich, ob die sich wieder... Ja, okay. Ich habe es gerade gesehen bei dem Links. Das dreht sich irgendwann wieder um. Komm her. Und komm wieder runter. Oh Gott, war das... Nein, ouch. Oh, wie unfair. Manche dreht sich schneller um. Das war gemein. Das hätten sie irgendwie einen vorwarnen können. Oh, wie sie richtig Luft holt, wenn sie wieder auftaucht. Das ist cool gemacht. Das gefällt mir. Okay, du drehst erstmal wieder um. Und warte... Yes! Okay, hat geklappt. Ich dachte schon, das wäre fail gewesen. Nein, du drehst dich zu schnell wieder um. Sag ich ja. Du bleibst zum Glück eine Weile und dich benutze ich lieber schnell. So! Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Wo will ich zuerst hin? Schauen wir erstmal oben nach. Was gibt's denn hier oben? Hallo, was gibt's? Chantay, wir denn nicht immer festhalten? Wir können auch manchmal loslassen, keine... Ha! Okay, da ist es wahrscheinlich interessanter, wenn ich von oben komme. Ah, jetzt wieder loslassen. Yay! Okay. Was kommt? Die Musik wird leise. Was hat das zu bedeuten? Ah, nein, da hätte ich eh nicht reingekonnt. Warum ändert sich die Musik? Oder fängt die von vorne an? Wow, der war dunkel. Aber trotzdem, ouch, zu sehen. Wo gehe ich denn gerade hin? Ich habe das Gefühl, ich... Moment, was? Okay, einen Schlüssel habe ich gerade keinen mehr. Hallo, Wasse. Danke für die Heil... Wow, da war ich dunkel. So kann ich mich vielleicht auch vor Gegnern verstecken, denke ich mal. Wenn ich ganz im Schatten gehüllt bin. Es ging auch in Oddworld Apes Exodus zum Beispiel, deswegen. Okay, wo bin ich denn zum Teufel? Ich sollte auch gucken, habe ich sowas wie eine Karte? Nein, nicht das. Nein. Okay, dann wird es ein bisschen... Hallo. Bitte bleib länger auf dieser Seite. Dankeschön. Hallöchen. Okay, das war einfach. Wow, ich habe gedacht, das geht länger. Und nochmal ein roter Ritter. Hallo. Oh, sogar zwei. Au. Egal, ich greife einfach weiter an. Au. Aber ihr macht gleich ein halbes Herz Schaden. Das soll ich drauf achten. Ja, Abwehr bringt euch auch nicht auf ewig. Was? Eines mit. Oh, beides sind besiegt. Ha! Einfach! Aha. Kann man die alle. Kann man jetzt alle kaputt. Muss ich wieder gerade einen Weg bahnen? Sind nicht alle zu zerstören? Ich glaube, das sind nur manche zu zerstören. Okay. Oder müssen wir einen Totenkopf darstellen? Oder einen Tintenfisch? Könnte ich mir auch vorstellen.
Okay, wir haben den Totenkopf. Was? Da in der Mitte noch. Und auf der Seite noch. Tada! Ah, tatsächlich. Und dadurch kommen diese... wie heißen die nochmal? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, glaube ich. Ich sage jetzt mal Herzlose. Weil ich immer noch finde, dass sie wie Herzlose aussehen. Au! Hast du mir gerade gut Schaden gemacht? So, aua! Ich bin gleich besiegt. Ich muss auf die Bomben achten. Die machen gewaltigen Schaden. Nein! Oh. Stirb jetzt einfach. Danke. Für den Schlüssel. Ja, ich hab's mir gedacht. Weil da hinten ja noch ein Schloss ist. Ich bräuchte jetzt aber sehr dringend Heilung. Ich möchte jetzt nicht sterben. Das wäre peinlich. Nein! Achso, das bist du. Puh. Ich dachte nochmal Rote Ritter. Das wäre gefährlich gewesen. Na, na, na. Und da auch 3 Angriffe. Ganz easy. Ich brauche bitte Herze. Bitte Heilung. Hört mich an. Ich brauche Heilung. Rüber. Okay. Da kommt das andere. Oh, das ist blöd getimed. Noch eine Runde warten. Hallo. Okay, rüber. Komm schon, komm schon. Danke. Heilung. Ich habe mich viel zu blöd angestellt und viel zu viel Schaden genommen an der einen Stelle. Komm schon. Shantae möchte nicht sterben. Bitte. Wo war denn die... Was? Achso. Wo war denn die Tür? Hier. Komm schon, Heilung bitte. Oder Speicher, Junge, von mir aus. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Okay, das war's. Ich werde sterben. Ich weiß es. Hilfe. Bleib mir fern. Ha. Musst du ein bisschen vorsichtiger kämpfen als vorhin. Okay, einer ist besiegt. Oh, Gott sei Dank. Heilung! Ich bitte euch! Ich fühle mich wie Dragon's Dogma. Oh, Gott sei Dank! Wenn Ron mich nicht heilen will, wollte ich gerade sagen. Ha, ha, ha! Huh! Endlich wieder alles gut. Dankeschön! Okay, was kommt denn jetzt? Schade, dass ich keine Karte habe. Ich würde es echt interessieren, wie weit ich bin. Und wo hat sich dieser Tintenfisch denn hin verkrochen? Also ich meine, ich bin der feste Überzeugung, dass wir ihn verfolgen müssen. Wegen magischen Siegel und so weiter. Wow, wow, wow. Okay, hier ist ein Block, aber doch nicht verdächtig, okay. Komm wieder runter! Juhu! Okay. Oh Gott. Die hat sich auch gleich umgedreht. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, dass es so lange dauert. Oh mein Gott, war das knapp. Huh. Da hatte ich mal wieder Dusel. Okay, okay, ganz viele Herzen. Bin ich denn kurz vor dem Boss oder sowas? Jetzt ist die Musik wieder anders. Okay. Interessante Statuen. Und interessanter Brunnen. Das sieht schön aus. Wer nähert sich beim magischen Brunnen? Wer bist du? Hallo? Wow. Ich spüre eine restlose Energie tief in dir drin. Channel your passion and allow the magic to take shape. Oh Gott. Sammle deine Passion und erlaube es, die Magie Gestalt anzunehmen. Die sieht schön aus. Die sieht aus wie Shantae's Geist. Bloß größer. Ich habe den Affentanz bekommen. Ich muss nur den Tanzknopf... Ah, den kenne ich! ...halten und dann, release during your first... Ach, und während dem ersten Bauchtanz loslassen, dann verwandle ich mich. Der Affentanz erlaubt mir, Wände hochzuklettern und somit, damit erreiche ich neue Höhen. Um mich zurückzuwandeln, drücke ich einfach nur wieder den Tanzknopf. Möge das Glück dir folgen, auf deinen Reisen folgen. Die war wunderschön, die Frau. Wer war das? War das einfach nur Shantae's innerer Geist oder sowas? Okay, der Affentanz. Probieren wir es aus. Wir tanzen und... Affentanz! Ich bin ein Affe! Oh yeah! Ah, ich kann tatsächlich einfach so Wände hochklettern. Yeah, ist das cool! Wow, ist der schnell! Okay, und wenn ich den Knopf... Tanzknopf kurz wieder loslasse, kann ich mich zurückwandeln. Cool, neue Fähigkeit! Das ist ja cool gemacht. Das Spiel gefällt mir immer mehr. Wie gesagt, ich spiele ja blind. Oh, Treffer versenkt. Oh, Alraune oder was auch immer. Ich treffe sie nicht. Au! Sag mal, dass sie mich tatsächlich... hörst du auch wieder auf? Nein? Wow, wie fair. Naja, ist hier ein Herz drin? Ja, natürlich. Jetzt, wo ich ein Herz brauche, ist keins drin.
Okay, hallo Krabbe. Brauche ich hier? Ja, ich brauche hier wieder den Affentanz. Wuhu! Okay. Aber will diesmal nicht. Muss ich doch mal A drücken? Oder liegt das an diesen. Ach, an den Nuppeldingern kann ich nicht hoch. Mann, ist die schnell als Affe. Au, das war dumm. Oder. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Richtig time, richtig time. Halleluja. Okay. Ach, und die kann sich so gut. Also, ich kann nicht angreifen. Das heißt, Affe kann ich nicht kämpfen. Da muss ich aufpassen. Okay. Gut, geheilt. Okay, warum auch immer das da hinten was weggemacht hat. Wow, hier kann ich ziemlich viel wegmachen. Da möchte ich rüber. Da möchte ich hin. Juhu, volle Heilung. Bringt mir zwar nichts, aber egal. Wo muss ich denn hin? Lass mich raten. Hier, bei der... Nein? Hier? Hallo? Wo ist denn hier der Ausgang? Hallöchen! Ist das nur extra? Das wäre irgendwie Kann ich da hoch? Lulu! Verwandlung! Aha! Ihr dachtet, ihr könnt mich hier reinlegen, aber ich hab's gefunden. Ach, aber das sieht. Ich bin am Anfang, oder? Dient das zur Abkürzung? Ja. Tatsächlich. Ich weiß, wo ich bin. Aber warum bin ich hier? Oh, die Truhe! Muss ich da von unten hochklettern? Das kenne ich jetzt als Affe. Nein. Seltsam. Aber so komme ich rein. Halleluja! Was ist hier drin? Magic Jam! Magie-Marmelade, sowas in die Richtung. Okay, und was jetzt? Ich hab keine Orientierung an die Karte. Das ist richtig schlimm. Moment, da war ich auch noch nicht oben. Da kann ich aber auch auf der Seite einfach hochklettern. Hallöchen. Achso, doch, ich hatte... Wow. 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 Ich hätte nur einen anderen Weg genommen. Stimmt ja. Hier oben war ich aber schon. Da musste man nur außen rumlaufen. Ach, komm schon. Naja, dann kann ich dann wieder mal als Affe hoch. Hui. Jetzt aber. Hier war ich schon, richtig? Ja, ja, da habe ich den Schlüssel geholt. Hä? Wo muss ich denn dann jetzt hin? Gibt's hier weiter links was, wo ich hergekommen bin am Anfang? Nein, hier hat doch das Level begonnen, soweit ich mich erinnere. Ja, dann muss ich bestimmt noch nicht raus. Das glaube ich nicht. Ich habe den Tintenfisch noch nicht gefunden. Ne? Aber ich würde sagen, ich gehe zum nächsten Speichermann und beende dann erstmal vorerst, wenn ich einen wieder so schnell finde. Da ist er ja, okay. Ich würde sagen, mein Name ist Gutgo, das war's für heute mit Let's Play Shantae Risky's Revenge. Wir haben den Affentanz bekommen, das ist ziemlich cool. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin und bye bye!